Ja, wir haben an der einen Stelle aufgehört, ein bisschen früher als sonst, aber das ist ja nicht schlimm. So, wir haben mehr oder weniger Ashley wieder zurück. Also, was heißt wieder zurück? Wir haben sie gefunden. Und sie freut uns, also sie freut sich natürlich, uns zu sehen. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Boah, ich will die Sachen nicht wegschmeißen. Ja, kommt. Eine Blendgranate kann ich entbehren. Schon wieder Muni. So. Erfolgreich geöffnet. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wo wir jetzt sind. Und da warten jede Menge Freunde auf uns. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass hier vorne ein... Ja, ein... Güterwagen? Ja, nee, nicht Güterwagen. Ein kleiner Wagen ist, der entflammbar ist und ja, dass sie dann getroffen werden. Boah. Ein bisschen kratzig die Stimme, sorry. Es kommt davon, weil ich heute schon jede Menge Parts aufgenommen habe, aber nicht von Resident Evil. Oh nein. Geh bloß weg. Genau, was ich euch noch nicht gesagt habe. Glaube ich zumindest. Die hier sind instant tot, wenn ihr eine Blendgranate werft. Aber ich glaube, das habe ich im vorletzten Part gesagt. Ja, doch, ich glaube schon. Da habe ich das mal kurz am Rande erwähnt. Oh nein, das können wir nicht aufheben. Weil das ist die effektivste Methode dagegen. Okay, hier ist kein Gegner. Ich hatte gerade ein bisschen Panik. Aber wir kommen jetzt gleich zum Händler und das ist schon mal sehr befriedigend. Oh nein. Ashley, mach dich doch mal nicht... Ach, nützlich. Und, oh nein, das Geld ist verschwunden. Ah, ich war langsam. Zu langsam. Warum kann Ashley nicht für uns irgendwie noch ein paar Sachen mittragen? Später muss sie sowieso etwas tragen. Und ja. Warum kann sie das jetzt nicht? Oh, nö. Egal. Egal. Da unten ist jetzt der Händler. Und jetzt kann ich erstmal wieder ein paar Sachen loswerden. Am besten ist, ich guck mal, was es lohnen würde, damit ich auch wieder ein bisschen Platz habe. Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Wir haben sehr viele Erste-Hilfe-Sprays, aber wir werden die noch benötigen. Das kann ich euch schon mal verklickern. Vielleicht sollte ich einfach mal Kapazität von den Waffen ein wenig erhöhen. Damit ich auch mehr nachladen kann, damit das hier ein bisschen aufgeräumter wird. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich will das hier nicht verkaufen. Ja gut. Welcome. Got some rare. What are you selling? Thank you. What are you buying? Stimmt, die Red 9 können wir kaufen. Aber es lohnt sich nicht für mich jetzt die Red 9 zu kaufen, weil erstens, die Waffe kann zwei Leute treffen. Ah ne, das ist die Pistole. Ich meine die Punisher. Ja. Und zweitens, ich habe sie schon etwas gepimpt. Und drittens, später kriegen wir noch eine andere Waffe. Und anstatt jetzt die noch zu holen, dann zu pimpen und so, das ist alles umständlich, das mache ich nicht. Und die Schulterstütze auch noch zu holen, das nimmt alles voll viel Platz weg. Und diesen Platz will ich jetzt nicht verschwenden. Ja, Feuerkraft. Klingt auf jeden Fall vernünftig, Kapazität auf jeden Fall. Davon auch. Stimmt, die TMP können wir jetzt pimpen. Boah, die macht noch so wenig Schaden. Ja, Kapazität ist auf jeden Fall sehr wichtig bei der TMP. Weil bei 50 Schuss, das geht so schnell leer, dann müsst ihr wieder nachladen. In der Zeit können die Gegner euch treffen, wenn da jede Menge sind. Deswegen 100 muss mindestens drin sein. Ah ja, es lohnt sich nicht, wenn wir jetzt dieses Licht abschießen, weil... Oh. Genau, warum es sich nicht lohnt? Oben werden keine Spindel oder so mehr sein. Das ist nur, wenn man das vercheckt hat, glaube ich, dann...
Kommen da wieder welche. Ich kann es euch demonstrieren, wenn ihr unbedingt wollt. Oh, wir sollten nicht zu nah dran gehen. Ashley, geht da weg. Seht ihr? Nix. Jetzt kommen wir wieder zurück ins Dörflein. Worauf ich eigentlich nicht so Bock hab. Hat zwar nichts damit zu tun, dass ich das Dorf nicht mag, ne? Ich mag es sogar sehr. Es hat so einen richtig geilen Flair. Die haben es richtig gut umgesetzt. Aber, naja. Genau, deswegen. Deswegen mag ich es jetzt nicht. Seht ihr die roten, glühenden Augen? Wisst ihr, woher das kommt? Ganz genau, die Las Plagas. Die haben alles, alle haben das im Dorf gespritzt bekommen und jetzt sind diese Viecher erst ausgebrochen und vollste Kontrolle ist verfügbar. Also Lord Sadler, dieser Typ, den ihr gesehen habt, das ist ja der Endboss, der kontrolliert ja alle. Und ja, kann man sich ja dann wahrscheinlich denken. Ich glaube, hinter uns ist noch jemand. Deswegen höchste Eisenbahn. Weil wenn Ashley auf Profi getroffen wird, ist sie meistens One-Hit. Oh, verdammt. Oh, oh, aus dem kommt ein Vieh, oder? Nee? Mann, ich will doch nur den Kopf treffen. Aber ich habe Angst, dass hinter uns auf einmal plötzlich ein Gegner ist und Ashley packt. Davor habe ich am meisten Schiss. Sonst ist mir alles egal. Ja komm, das können wir jetzt einmal mal verbrauchen. Ja. Auch wieder ein paar schöne Gegner. Wo seid ihr denn? Die hätte Feuer auf uns gespuckt, aber weil wir in dem Moment geschossen haben, ja, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, ne? Ich treff, aha, ich wollte schon sagen, ich habe doch den Kopf so... Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte schon sagen, ich habe doch den Kopf getroffen, warum? Ja, aus dir musste natürlich ein Vieh kommen. Da habt ihr, seht ihr die Klinge? Oh nein. Ich werfe jetzt einfach eine Blendgranate, bevor wir getroffen werden. Habt ihr gesehen? Instant tot. War da noch jemand? Ja, da war noch jemand. Aber wo? Wahrscheinlich da. Ja. Tritt bloß nicht in die Bärenfalle, Ashley. Das kann sie nämlich auch sehr gut. Ich habe das nicht so gern, wenn Ashley bei uns ist, deswegen passe ich da schon eher auf. Ganz vorsichtig. Ich glaube, hier lag auch gar nichts. Nee, lag auch nichts. Ich kann ja nochmal hier reingucken. Nope, da lag nichts. Gut. Wir gehen jetzt einfach mal schnurstracks hier hin. Und ich bin natürlich wie ein Volltrottel gerade darauf reingefallen. Oh, das ist so doof. Ich habe nämlich gerade in dem Moment auch irgendwie gedacht, dass jemand in mein Zimmer kommt. Und ich war darauf, mich am Vorbereiten, dass jetzt gerade jemand reinkommt, aber es war nicht so. Ja, dann sieht man, was passiert. So. Die blaue Medaille zum Beispiel hatten wir vergessen. Und seht ihr da oben die? Da hinten? Oh, jetzt seht ihr die nicht. Da, seht ihr die? Da, wo ich hinziehe? Genau, das sind die letzten, die uns fehlten. Warum ich die jetzt vergessen habe, weiß ich selber nicht. Keine Ahnung. Kein Schimmer. Aber das macht nichts. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Könnt ihr euch ja durchlesen.
Speichern muss ich jetzt nicht, also nicht gezwungenermaßen. Jetzt bin ich am Überlegen, wo jetzt hier noch die Gegner waren. Yes, sein Kopf ist geplatzt. Und da vorne, da sind auch Gegner, aber die kommen nicht, weil ich nicht in deren Reichweite bin. Es sei denn, ich knall die ab. Boah, wie viele Patronen. Oh, oh, ich wusste es. Ja, das war ja klar. Sie musste natürlich diesen Kopf bekommen. Das Gute ist, dass dieses Vieh sich trotzdem am Kopf festhält, wenn wir da drauf schießen. Das wäre so asozial, wenn das nicht funktionieren würde. Dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich nur die harten Waffen gegen diese Viecher verwenden. Oh Mann. Aber dasselbe geht ja auch mit dem Kettensägenmann. Den kann man ja auch damit down kriegen, also warum nicht? Ja kommt, ich verbrauche jetzt einfach das. Ihr habt ja gesehen, Ashley habe ich da drin versteckt. Ihr kann nichts passieren. Die Gegner finden sie auch nicht. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Nee, doch nicht. Okay, dann schieße ich die jetzt mal ab. Ich weiß gar nicht, wen ich als erstes abschießen soll. Ich glaube, der da unten rennt, den sollte ich am Schluss abschießen. Okay, aus ihr kommt so ein Vieh. Das Vieh ist tot. Scheinbar hören sie mein Geschosse nicht. Oder sie sind einfach zu doof. Ja toll, jetzt bemerkt er das. Okay, dann war das ja gut, dass wir die Frau als erstes abgeschossen haben. Ich sollte die Fallen entriegeln, wenn wir... Oh nein! Hätte ich mich mal nicht zu sehr zur Seite bewegt, dann wäre das nicht passiert. Dass ich da überhaupt noch drauf reinfalle... Eigentlich nicht. Ich gehe eigentlich von der anderen Seite direkt rein, weil dann passiert das nicht. Halleluja. Endlich mal wieder so ein kombiniertes Kräuter. Also ein kombinierter Kräutermix. Ich kann es euch nochmal zeigen. Hier oben ist noch eine. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Fallen so gut wie erstmal hier unten, ja, eliminiert oder ausgeschaltet. Defekt gemacht. Aber da unten ist noch ein Gegner. Habt ihr gesehen? Die letzte Patrone müsste reichen, aber ich glaube, aus dem kommt so ein Vieh raus. Wie der guckt. Ja, jetzt guckst du ganz schön blöd. Ich erinnere mich gerade an eine Stelle, da kommen wir jetzt gleich hin. Das wird sehr, sehr brutal. Das wird eine, ja, ein Massenkrieg. Aber erstmal sollte ich mich wieder hier um diese Fallen kümmern. So, jetzt müsste ich eigentlich in keine Falle mehr treten. Verdammt nochmal. Ja, wir können sie rufen. Dann kommt sie wie ein Hund zu uns. Ja, kommst du mal? Da geht doch.
Denn wir brauchen sie, damit wir darüber kommen. Und sieh an, wer ist denn wohl da? Das hat ja auch seinen Sinn, warum. Ja, wir haben nicht was, also nichts Wirkliches zum Verkaufen. Wir können höchstens ein wenig tunen, aber... Naja. Die TMP kann man immer tunen, weil man kriegt keine bessere. Habe ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt. Deswegen ist das ja... ja. Habe ich alles nachgeladen? Nachgeladen, nachgeladen. Ja, habe ich. Gut. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Oh ja, jetzt wird gespielt. Auf eine grausame Art und Weise. Ja, aber was ich immer als erstes mache, ein großer Fehler ist, die Haupttür zu öffnen. Das solltet ihr niemals machen. Erstmal alles schön verschieben. Ja, kommt, ich heile mich jetzt direkt erstmal. Dann haben wir auch mehr Platz. Direkt alles erstmal verschieben und warten, bis das erste aufgebrochen wird und sich erstmal um diese Gegner kümmern. Ja, und erstmal alles aufsammeln, weil die brauchen was, bis sie das da kaputt gemacht haben. Außerdem ist euer Freund unten auch noch und hält Stellung. Ashley versteckt sich hier irgendwo. Ja, wahrscheinlich wohl da drin, weil woanders kann man sich das jetzt nicht vorstellen, oder? So, gut, dann haben wir das schön kombiniert. Ich glaube, die ersten brechen jetzt gerade durch. Müsste jetzt eigentlich hier passieren, weil wir das als erstes vorgeschoben haben. Nee? Krass. Ja klar, helfe ich dir. Wir sollten allerdings unseren Kumpel nicht so oft treffen. Also wir haben ihn jetzt nicht wirklich getroffen. Nur wenn, wie gesagt, wenn die Gegner... Oh Gott. Hier ist es dann gut, eine Granate oder so zu werfen. Am besten Brandgranaten. Weil wenn ihr euren Kumpel zu oft abschießt, dann gefällt ihm das nicht und irgendwann schießt er euch ab und dann sterbt ihr direkt. Dann kommt so eine Art Sequenz. Das sollten wir aber vermeiden. Ja, das war klar. Aus dem kommt natürlich so ein Vieh raus.
Ja, ich weiß, da liegen Gegenstände, aber darunter zu gehen ist ein wenig, ja, gefährlich. Aber ich muss sagen, unser Kumpel, er schlägt sich gut. Der hält nur diese Stellung hat er selten, die er gerade macht. Das finde ich auch zum Beispiel sehr gut. Ey, das scheint gut zu funktionieren. Ich hoffe, es bleibt so. Aber wenn die gleich was anderes machen, dann wird es nicht mehr so einfach. Boah, er sollte mal öfters schießen. Verdammt. Ja, nach oben. Das habe ich schon verstanden, mein Freund. Ich würde ja am liebsten jetzt noch was schmeißen. Aber die will ich mir noch aufbewahren. Oh, Kumpel, du stehst mir im Wege. Schieß sie doch mal ab, Mann. Jetzt müssten die normalerweise durch die Fenster mal brettern. Aber auf Profi dauert diese Stelle sehr lange an. Es kommen auch mehr Gegner auf Profi. Oh. Jetzt wird es mal Zeit, mein Gewehr herauszuholen. Ja, und unser Kumpel, der hilft uns natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Ja, ich war vor eben noch okay. Aber du kümmerst dich ja nicht um die Gegner, die mich angreifen. Ja, das ist die KI. Wie wir sie lieben, wie wir sie hassen. Also schön immer die Leitern umkippen. Das ist auch das Beste, was man eigentlich so tun kann. Ich frage mich aber, warum auf... Ah doch, ich wollte schon sagen, warum sind die noch nicht dadurch gebrettert? Das machen sie doch meistens als erstes. Oh oh. Mist, der ist hier reingefallen. Das wollte ich nicht. Oh Gott. Kommt direkt so ein Vieh raus. Am besten ist immer hin und her laufen, die Leitern umschmeißen. Ab und zu, wenn Gegner reinkommen, mal mit draufballern. Weil euer Kumpel, der schießt ja schon öfters als wie geplant. Das ist vielleicht ein Gefecht, Leute. Oh nein, oh nein. Yes. Oh, eine Brandgranate. Nicht schlecht. Komm schon, wir müssen weiter durchhalten. Oh nein, schnell, schnell, schnell. Du hast dieses komische Vieh. Oh nein, der auch. Nee, doch nicht. Der bleibt nur... Wow, das war knapp. Er hätte uns was getroffen. Ja, ja, wir haben es geschafft. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Gut, ich würde sagen, ich beende diesen Part hier. Es wird nämlich langsam Zeit. Wir haben uns gut geschlagen und von der Zeit her haben wir es auch gut hinbekommen. Und wir haben schon insgesamt 218 Gegner getötet. Trefferquote ist 81%, Gesamt 79. Also was will man mehr? Wenn man schon über 50% liegt, weiß man, man hat irgendwie schon eine schusssichere Weste in dem Sinne. Naja, ich verabschiede mich von euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.